Wir haben es, glaube ich, geschafft, auf allen Positionen Spieler auf das höchste Level zu entwickeln. Ob sie jetzt noch bei uns spielen oder auch in anderen Mannschaften, sei mal dahergestellt. Und das ist etwas, was, glaube ich, große Freude bereitet und letztendlich den Jungs, die bei uns in der Reckenschmiede auch tätig sind, das Gefühl gibt, ich arbeite hier für eine realistische Chance und ich habe wirklich die Möglichkeit, ganz oben anzukommen. Wir fangen an natürlich mit Scouting. Wie sind die Jungs? Wie kann man mit denen kommunizieren? Von welchem Elternhaus kommen die? Ja, wir sind eine Handballerfamilie. Mein Papa hat Handball gespielt. Da war ich auch jedes Wochenende in der Halle und ja, habe danach den Ball aufs Tor geworfen nach dem Spiel. Der Grund dafür war mein großer Bruder und mein bester Kumpel. Wir versuchen tatsächlich sehr früh, sag mal, die Spieler auszusuchen, die halt auch zu uns passen und geeignet sind für Leistungssport und auf diesem hohen Niveau Handball zu spielen. Viele sind natürlich nicht geeignet, aber da muss man ganz genau hin. Ne? Und das ist Krafttraining, das ist Ernährung, das ist Training, das ist Schule. Das sind sehr viele Faktoren, die zusammenkommen müssen, um am Ende ein Bundesliga-Profi zu werden. Heutzutage, der Sport fordert ganz viel und deswegen muss man auch die Bedingungen einfach optimal schaffen und das haben wir tatsächlich und wir können echt stolz auf, was wir da, oder wir nicht, aber was im Startblock alles für uns ermöglicht ist. Das ist schon eine hohe Schule auf jeden Fall. Ja, wir sind hier im Startblock. Es ist quasi ein Health-Concept-Haus. Wir versuchen, kurze Wege zu etablieren. Für die Handballer ist es schön, weil wir über uns die Ärzte haben, dann haben wir die Physio und dann haben wir ein richtig gutes Gym. Ja, vor allem ist die Bioanalyse wichtig, also die Body-Impedanz-Analyse. Da kann ich einfach sehen, okay, wie ist der Körper zusammengesetzt? Wie viel Fett haben wir, wie viel fettfreie Masse haben wir, wie ist die Muskelmassenverteilung, haben wir irgendwo Defizite? Armverteilung ist gut, deine Beine sind stabil. Bei dir hat man eine kleine Disbalance zum Sprungbein, wie zum Wurfarm. Dein Muskelprotein, da haben wir ein bisschen Potenzial, was wir rausholen können. Dein Visceralfett. Ja. 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 Der Darm. Irritiert zu sein, das ist so eine Ahnung davon. Da können wir drin arbeiten. Also einfache verdaute Kohlenhydrate können dafür ein Indiz sein, dass so viel so Weizen, dass viel Pasta, viel Toastbrot, vielleicht ein bisschen zu viel Marmelade, sowas. Also ich glaube, Justus und Renas, das sind vor allem junge Spieler und die sind mit dem Internet groß geworden und die kennen das ja auch, die informieren sich selber auch, aber die wollen natürlich auch das Quäntchen mehr rausholen und deswegen sind wir halt hier und das versuchen wir ja. Und jeder hat seine kleinen Baustellen und die versuchen wir rauszufinden und versuchen dann an denen zu arbeiten. Die größten Abstriche, die ich machen muss, sind einfach in der Ernährung. Ich esse grundsätzlich eigentlich sehr gerne ungesund, aber das ist dann halt aktuell einfach nicht möglich. Also ich liebe es ab und zu manchmal einfach irgendwie Gummibärchen oder so zu naschen und das fällt dann jetzt weg. Ich koche schon gerne. Am liebsten mache ich selber Tzatziki mit Hühnchen und Reis. Ja, ich glaube, es ist einfach essentiell für mich jetzt in meinem Alter einfach den Fokus auf meinen Körper zu legen, weil ohne Körper kannst du halt einfach einpacken in der Bundesliga. Es ist die stärkste Liga der Welt, die besten Spieler der Welt spielen da. Auch körperlich die stärksten Spieler der Welt und deshalb geht das eine mit dem anderen her, dass ich da einfach auch aufrüsten muss. Justus, keine Ahnung, als man ihn das erste Mal gesehen hat, war er so ein kleiner Baby quasi, na, mit Babyspeck und so weiter, aber hatte etwas. Es ist schwer zu klären, wegen man hat immer unterschiedliche Charaktere von Talenten her und Justus hat einfach diese Aura irgendwie und auch diese zwischen lässig und locker und ruhig und lustig und so. Man hat seine Schuhgröße immer gesehen und irgendwann müsste er in seine Schuhe reinwachsen und deswegen ist einfach, ja, was man braucht. Renas bringt eher, sag mal, diese Überlegenheit mit. Der setzt sich ganz viel mit das alles auseinander und überlegt die Aktionen und ist eher so Richtung Strategie im Kopf. Und deswegen ist der Unterschied zwischen den beiden enorm. Aber trotzdem, als zusammengefügt ist, ist das natürlich ein super Duo. Ich glaube, das gute Verständnis zwischen mir und Renas kommt einfach dadurch, dass wir auch echt schon eine ganze Weile miteinander zusammen spielen. Also ich glaube, wir spielen jetzt seit der U16 oder so bei der Nationalmannschaft zusammen. Bei der U21 WM war für mich der schönste Moment nach dem Finale.
als ich dann die Trophäe in die Hand bekommen habe und ja, die dann vor ausverkauftem Haus hochschwenken konnte. Es war wirklich pure Gänsehaut. Der Moment, als wir im Finale einfach gemerkt haben, dass wir es geschafft haben und die Halle dann, ich habe neulich ein Video gesehen, was mir meine Mama geschickt hat, wie die Halle da einfach geschrien hat. Jeder Spieler, den wir haben bei unserer Reckenschmiede über Jahre, Charaktere sind so unterschiedlich und alle bringen ein Talent mit. Aber das ist eine riesen Herausforderung, dieses Talent irgendwie in eine Bahn zu lenken. Du hast 30 Talente und jeder denkt anders, jeder denkt, dass er der nächste Profi wird. Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, vor man einen Schritt nach vorne oder zwei Schritte nach vorne. Deswegen diese Vielfalt ist einfach so spannend.